Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Beim letzten Part sind wir wieder auf dem Planeten oder Erde, wie auch immer, angekommen und die Esther-Typen wollen jetzt Rignoa versiegeln. Und wir werden uns mal angucken, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, Rignoa scheint es nicht wirklich zu wollen. Habt ihr euren Freunden noch etwas mitzuteilen? Zeitkomprimierung. Das sind deine letzten Worte? Dein letztes Wort? Wie auch immer. Im Weltall war eine andere Hexe in mir. Artemisia. Eine Hexe aus der Zukunft. Sie will die Zeit komprimieren. Dort kann nur Artemisia existieren. Alles andere wird verschwinden. Das klingt nicht so toll. Artemisia will mit meinem Körper die Zeitkomprimierung einleiten. Ich will nicht, dass mein Körper dafür missbraucht wird. Deswegen werde ich gehen. Gut, lasst uns jetzt gehen. Wir haben ein Geschenk für euch. Ein wunderschönes Schmuckstück. Anschließend werden wir euch zum Hexenmausoleum begleiten. Tja. Und da lässt Squall Rignoa einfach ziehen. Ah, doch nicht! Geh nicht, Rignoa! Ich will nicht, dass die Leute mich hassen und fürchten. Ach ja, ich muss den Ring zurückgeben. Nein, behalt ihn. Der war aus einem Kaugummiautomaten. Aber schon okay. Es waren nur 10 Cent für einen Kaugummi-Automat. Rignoa wollte es so. Es war doch richtig, oder? Na, ich bin mir nicht so sicher. Frauen sind da meist nicht so, dass sie das sagen, was sie wollen. Naja. Wir gehen mal wieder an Bord und mal gucken, was hier so Tango ist. Okay, auf die Brücke können wir scheinbar nicht. Oh, hier fliegt so eine blöde Fliege. Verflucht, das ist ein Mist. Naja, egal. Facepalm. Und erstmal hinsetzen. Hallo, Kistes. Hey, wie bist du? Es ist viel passiert. Die Kapsel machte eine Notlandung. Ich hatte mein Bewusstsein verloren. Wer hier übrigens durch die Tür kommt, ist davon abhängig, wer mit uns im Weltall war. Da ich Kistes mitgenommen hatte, kommt hier natürlich Kistes. Sprich, hätte ich Irvine mitgenommen, wäre Irvine gekommen und so weiter und so weiter. Als ich aufwachte, sah ich Piet. Piet? Ah ja, der Mann, der mit uns geflohen ist. Und El? Was ist mit Elion? Elion war nicht mehr da. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Kurz darauf kam der Bergungstrupp aus Esther. Sie haben mir von dir und dem Schiff erzählt. Verstehe. Squall, du bist doch ganz spontan in den Weltraum hinaus. Moment mal. Als wir auf der Ragnarok waren, hatten sie die Bergungskapsel schon gefunden. Hier erzählen sie es uns andersrum. Logikfehler. Naja, egal. Du bist doch ganz spontan in den Weltraum hinaus. Jupp. Ob jemand bereit wäre, so etwas für mich zu tun? Naja, ist eigentlich egal. Und wo ist die Prinzessin, die unseren Chef so verzaubert hat? Das ging gerade ein bisschen schnell. Rignoa ist... Hey, Excel! Alte Keule! Cool, dass du auch von der Partie mit bist. Hey, da kommt ja noch wer. Sehr cool. Das war ja komplett... Squall, alles in Butter? Auf dem Planeten ist die Hölle los. Melde gehorsamst. Die Lunatic-Bann, Pandora ist aufgetaucht. Mama konnte deswegen ihr Vorhaben nicht zu Ende führen. Sie ist jetzt auch keine Hexe mehr. Sie hat ihre Macht an jemanden verehrt, ohne dass sie es gemerkt hat. An Rignoa. Und noch was. Die Lunatic-Pla wird von Galvania gesteuert. Sie haben das Ding aus dem Meer gefischt. Und darin soll so eine große Steinsäule sein, die Monster vom Mond holt. Ach,
Ach ja, wegen der Monster ist hier richtig was los. Und nicht nur das, als Zugabe kam noch was anderes. Die Hexe Adele, sie kam samt Sarg hier angeflogen. Sie wurde praktisch von den Monstern eingeschleppt. Die Lunatik Pandora hat sie aufgesogen. Odine meint, dass das das Ziel von Galbadia gewesen sein muss. Ich meine... Xell, es reicht. Aber Squall! Ich hab schon kapiert, was hier los ist. Lass mich bitte in Ruhe. Was ist passiert? Rinoa ist jetzt eine Hexe. Sie hat die Macht von Mama übernommen. Die Typen von Esther haben sie vorhin abgeführt. Wir müssen hinterher. Wurde sie entführt? Nein, sie ging freiwillig. Sie sagte, ich bin eine Hexe. Alle hassen mich. Niemand will mich mehr berühren. Genau das sagte sie. Hast du sie nicht aufgehalten? Sie wollte es so. Ich habe nicht das Recht, sie aufzuhalten. Was redest du denn da? Bist du nicht ganz dicht? Wozu hast du sie gerettet? Wofür dein Leben riskiert? Ja, Quistis flucht hier ganz schön. Um sie für ewig in Esther einzusperren. Antworte mir, wolltest du nicht mit Rinoa zusammen sein? Idiot. Da hat sie recht. Ich bin ein Idiot. Was mache ich eigentlich? Ich wollte Rinoa, so verliere ich sie für immer. Was habe ich bloß getan? Was kann ich jetzt noch tun? Es ist doch ganz einfach. Steht ein Entschluss fest? Auf nach Esther, oder? Die Pandora und Adele sind mir erstmal egal. Wir wissen jetzt auch nicht, wo Elle steckt. Nur bei Rinoa. Ich werde Rinoa zurückholen. Yeah! Nicht wahr, Axel? Ja, gut. Schön. Wow! Was zum? Scheiße! Wir fliegen! Selfie wird doch das Ding nicht steuern, ich fürchte doch. Und Irvine freut sich wie ein Blöder. Sehr cool. Wir haben sehr coole Ragnarok-Musik. Oh yeah, wir fliegen! Wir fliegen! Ist Selfie nicht großartig? Ja, hört euch die Musik an, die ist geil. Kannst du das steuern? Ach, ich habe irgendwie rumgefummelt. Aber die Steuerung ist super einfach. Das wird schon klappen. Alle Angaben, aber ohne Gewehr. Niemand kann dir die Zukunft versprechen, richtig? Selfie, flieg bitte nach Esther. Unser Ziel ist das Hexenmausoleum. Wir müssen Rinoa retten. Naja, Steuerung schon klar. Okay, das ist die Ragnarok. Wir können uns jetzt mehr oder weniger frei bewegen. Bevor ich das allerdings tun will, habe ich noch einen anderen Plan. Wir können hier wieder die Karte aussuchen. Was manche Leute nicht wissen, hier blinkt übrigens noch unser Garten. Die Ragnarok hat einen Autopilot. Wir haben hier immer gelbe Punkte, das sind die Städte. Und wenn wir mit dem Cursor quasi dorthin gehen und X drücken, dann können wir das automatisch anvisieren. Das ist ziemlich cool. Und so fliegen wir automatisch. So habe ich ein bisschen mehr Zeit zum dummes Zeug sammeln. Okay, mit X landen wir natürlich wieder. Ich will einmal schnell speichern, bevor ich da hingehe. Und koppeln will ich auch. Hoppala, Entschuldigung. Xell wird unsere neue Rinoa und Kistis wird unsere Selfie. Squall müsste eh noch richtig gekoppelt sein. Okay. Jetzt gehen wir da rein und holen unsere Freundin wieder. Irgendwie erinnert mich diese Musik an Final Fantasy X, die hier gerade läuft. Ich weiß es nicht, oder von Final Fantasy X wurde sie halt übernommen. Also das Spiel hat die Melodie aus diesem Teil hier übernommen, jetzt wird's kompliziert. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie weiß ich nicht. Naja, egal. Los, stürmen wir das Gelände. Oh, hier gibt's noch einen Drop-Point. Was gibt's denn hier? Stopp! Wollen wir stoppen? Nein, Stopp brauchen wir nicht. Ihr wollt euch von ihr verabschieden? Wir machen eine Ausnahme. Weitergehen. Naja, wir wollen uns nicht unbedingt verabschieden. Das wäre wohl das falsche Wort. Was wollt ihr hier? Man weiß immer erst später, was man hätte tun sollen. Was redest du da?
Ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Noch habe ich die Chance, deshalb bin ich hier. Ich will später nichts bereuen müssen. Ich will Rinoa zurück. Was? Was ist jetzt zu spät? Es ist wirklich zu spät? Squall, jetzt oder nie? Ja, die alte Troller löst noch den Alarm aus. Aber das wird uns nicht aufhalten. Wir holen uns das Mädchen schon, was wir haben wollen. Rinoa, warte, ich werde dich da rausholen. Da kenne ich eine bessere Lösung als draufhauen. Wer ist mit Gunblade? Was mache ich jetzt? Natürlich, aus der Hosentasche. Ja! Oh, wie süß. Ich will eine Hexe. Und ich mag Hexen. Rinoa, Squall. Wir verschwinden. Los, nichts wie weg. Oh, wer ist das denn? Ein ziemlich kräftiger Kerl. Mit dem Sicht groß. Der kann scheinbar nicht reden. Warum? Er lässt uns abhauen. Ja, ist ja cool. Hey, danke, großer Mann. Den Typen sollten wir uns übrigens merken. So. Ich kenne ihn. Wie gesagt, den sollten wir uns unbedingt für später merken. Okay, jetzt sind wir wieder komplett. Was ist denn Rinoa? Das ist mir etwas peinlich. Warum das? Ich hatte mich dazu entschlossen, in Esther zu bleiben. Aber als ich Squall sah, war ich so glücklich. Das ist doch überhaupt nicht peinlich. Glücklich sein ist wirklich schön. Ich danke euch allen. Was ist mit dir los, Squall? Du sagst ja gar nichts. Was mit mir los ist? Ich als Squall-Expertin weiß es. Natürlich weiß ich es. Was sollen wir jetzt tun? Was passiert, wenn? Je mehr er nachdenkt, desto pessimistischer wird er. Wie wär's, wenn du dir eine etwas fröhlichere Zukunft vorstellen würdest? Lass mich doch. Jetzt mal im Ernst, was geht ab? Hab zwar keinen Plan, aber wir müssen irgendwas mit der Lunatic Pandora machen, stimmt's? Sie wird von Galbadia gesteuert. Das heißt doch, dass Cypher irgendwie dahinter steckt. Cypher befolgt nur Artemisias Befehle. Genau, diese Schlampe. Es kann nicht sein, dass sich jemand aus der Zukunft bei uns einmischt. Wir werden es ihr zeigen. Wir sind die Seeds. Wir werden die Hexe umnieten. Xell! Sorry. Na, irgendwie hat er ja doch recht, ne? Wo fliegen wir jetzt hin? Ich will euer Kinderheim sehen, von dem ihr mal gesprochen habt. Die Ruinen? Ist doch langweilig. Ich will zu einem Ort, wo keine Menschen sind. Ich bin eine Hexe, wenn Artemisia kommt. Flieg bitte zu Deas Haus. Ja, jetzt haben wir die volle Kontrolle über das Luftschiff. Das ist sehr cool. Bevor wir allerdings dorthin fliegen, denn das habe ich erst im nächsten Part geplant, wollen wir etwas anderes machen. Und zwar holen wir uns eine neue GF auf dieser Insel. Bevor wir das allerdings tun, weil das wird nicht so ganz so einfach, will ich erstmal speichern. Ach Quatsch. Kann ich meine älteren Speicherstände auch mal überschreiben? So, Squall hat keine Geschick. Doch, Squall hat Geschickskopplung, okay. Quetzalcoatl-Schieber, Excel. Hast du noch einen Platz frei? Nein. Ich möchte nämlich das Geschicksbuch mal jemandem beibringen. Ja, geben wir es Alexander. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann nämlich Xell auch was auf Geschick koppeln. Da unten. Wie viele GFs fehlen uns eigentlich noch? 1, 2, 3, 4. Hab ich GF verpasst? Hm.
Ach nee, nein, nein, ich habe keine GF-Mask. Nein, nein, alles gut, alles gut. So, hier wollen wir optimal koppeln. Das haben wir geschafft, speichere ich nochmal drüber. Okay, um uns hier eine GF zu holen, müssen wir gegen dieses grüne Ding laufen, was hier aus dem Boden kommt. Verdammt. Okay, den erreiche ich da oben auch nicht. Ah, hier, jetzt. Gut, das ist nämlich Kaktorius. Ein ziemlich großer Kaktor. Fans der Final Fantasy Serie werden den sicherlich erkennen. Wir werden hier gleich angreifen. Ah, Mist. Gatling. Duell. Hier werden wir einmal... Oh, scheiße. Ich habe keine Aura, sehe ich gerade. Ne, ich habe hier immer noch auf Auto. Weil ich einfach zu faul bin, das selbst einzugeben. Ne, ich habe tatsächlich keinen Aura mit Squall. Habe ich noch... Achso, wir machen hier einmal Melton. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo müsste ich doch Aura haben. Ja, ich muss gleich nochmal gucken, ob Xell vielleicht Aura hat. Okay, Kistes wird jetzt erstmal sterben. Bam! Hier nehme ich erstmal Erzengel auf Kistes. Ne, ich scheine echt keine Aura zu haben. Das finde ich jetzt nicht so toll. Würde mich mal interessieren, wo die geblieben sind. Hier nochmal schauen. Da ist er doch, Mensch. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch Squall anvisiert. Naja, sieht ganz gut aus. Denn Squalls Limit ist immer noch das Beste. Ja. Und da ist es. Multi. Mist, einmal verkackt. Das sieht hier übrigens sehr cool aus bei Kaktorius. Und Herzbrecher hinterher. Sehr cool. Damit ist es das schätzungsweise gewesen. Genießen wir noch einmal diese super geile Animation. Sieht einfach cool aus. Ist wahrscheinlich dem Omni-Schlag aus Final Fantasy VII so ein bisschen nachempfunden. Wie auch immer. Bam! Es wird nochmal fürs Runterfallen auch nochmal 10.000. Komm, ich geb um. Ja, sehr cool. Und das war's mit Kaktorius. Wir halten hier einen Oberkaja-Ring. Sehr lecker. Wollen wir auch gleich mal gucken, was der kann. Wir wollen Reflexkopplung. Nein, wir nehmen mal Glückskopplung. Mal gucken, wem er was bringt. Oder wem er am ehesten etwas bringt. Da jedenfalls nichts. Kistes vielleicht? Na. Kistes auch nicht. Geben wir eine Squall. Wenn er früher oder später die Glückskopplung kann, dann ist das ja auch schon mal was. Genau, wir können jetzt noch lieber einem HP 80 beibringen. Das werden wir auch gleich tun. Mit dem Gaia-Ring. Ja, machen wir gleich Kaktor. Ja, geben wir jetzt gleich Kaktor. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde es allerdings vorerst nicht verwenden. Genau, einen Zelt nicht mehr benutzen. Speichern. Nur erstelle ich nochmal schnell meine GF um, was das Lernen anbelangt. Ich glaube, hier brauchen wir nichts mehr. Bei Shiva brauchen wir... Naja, Todesurteil brauchen wir auch nicht. Ifrit hat gar nichts mehr, Siren hat nichts mehr. Brothers, Elementarangriff. Ja, ist okay. Diablos, Rauben. Ja, wir treffen sowieso immer. Wir brauchen keine Trefferkopplung.
HP-Kupplung, nein, wir nehmen mal... Ich nehme ja HP-Kupplung. Ja, ist okay, Pandemona. Schick. Aber wem ist er eigentlich gekoppelt? Bei Kiste, schau, das passt sich noch. Schick 20. Geist, brauchen wir auch nicht. Bleiben wir bei Geschick. Medizinwandler, ganz wichtig. Haben wir ja bald. Kaktor. Ja, haben wir schon eingestellt. Okay. Ich habe jetzt noch etwas anderes vor. Und zwar gibt es zwei Inseln, die ich jetzt unmittelbar besuchen möchte, bevor ich irgendwas anderes mache. Die werde ich euch erstmal zeigen. Und zwar das eine. Das ist das Tor zur Hölle. Da finden wir extrem viele unsichtbare Drawpoints. Das werde ich euch gleich zeigen. Da gibt es Aura, Meteor, Beben, Ultima, Erzengel, Holy, was weiß ich, die stärksten Zauber quasi. Man zieht zwar immer nur so 3, 4, 5 vielleicht, aber man braucht es ganz dringend auf jeden Fall. So, das ist die eine Insel. Hier drüben, das ist nämlich das Tor zur Hölle, müsste es sein, genau. Oder in die Hölle. Jetzt laufen wir hier einfach lang und drücken die ganze Zeit X. Einfach am Rand entlang laufen und dann kriegen wir eigentlich die meisten Draw Points. Ihr seht also, man kann hier sehr gut seine Zauber aufstocken. Wir werden allerdings das Ganze wohl auch noch ein bisschen anders machen. Ja, Triple brauchen wir nicht mehr. Aber Aura ganz wichtig. Ultima ist sehr, sehr wichtig. Holy ist wichtig. Ah, ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Yeah. Wir ziehen immer erstmal alles fürs Ball. Ich werde die Inseln wahrscheinlich immer offscreen abklappern, bevor ich neu aufnehme. Da krieg ich sogar nochmal Kohle. Hm, auch cool. Ja, also wie gesagt, einmal hier immer außen entlang laufen, kriegt man alles Wichtige. Auch wenn es immer nur ein paar sind. Ich werde auch gleich nochmal zum Schumidorf gehen, nochmal gucken, ob Ultima bereit ist zum Drawn. Dann wollte ich eigentlich noch was herzeigen auf Bellum, das was ich schon vor, weiß ich nicht, 10 Parts oder so machen wollte. Das geht nämlich erst etwas später, habe ich mich nochmal schlau gemacht. Ich hoffe, jetzt geht es. Es ist nicht übermäßig wichtig, aber... Naja, was soll's, warum nicht, dann seht ihr es wenigstens. 100% kann ich eh nicht mehr erreichen, weil ich die Laguna-Karte nicht mehr bekomme. Oder vielleicht später noch durch etwas anderes, aber das weiß ich nicht so 100 Pro, wie das funktioniert. Das habe ich selber auch nicht gemacht. Aber alles zu seiner Zeit. So, wir sind hier gleich einmal rum. Man sollte hier übrigens unbedingt Monster 0 koppeln. Weil hier laufen die stärksten Monster im ganzen Spiel rum. Hubrum-Drachen, Moorbole. Also, das ist nicht ganz so lustig hier. Den Triple brauchen wir auch nicht. Okay, dann sind wir hier fertig fürs Erste. Dann fliegen wir jetzt nach Bellum. Die andere Insel, das Tor ins Paradies, liegt dann quasi ein Stück dahinter. Genau, und deswegen fliegen wir jetzt erstmal nach Bellum. Ich werde mir dann im nächsten Part, werde ich mir die letzten 3 GF holen. Ja, das sollte sich im nächsten Part ausgehen. Wenn nicht, kriegt er halt ein bisschen Überlänge. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. So, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das zu machen. Wir brauchen dafür unbedingt Cell in der Gruppe. Ich speichere das schon mal, die schönen neuen Zauber, die wir gezogen haben. Hey Xell, kennst du ein Mädchen mit Zöpfchen? Sie hat mich gefragt, wo du wohnst. Ob sie nicht was von dir will? Naja. Schöne Strümpfe hat sie. Hallo? Und was sagst du denn? Gar nichts. Ach, ein Glück, dass wir wieder zurück sind. Der Bellum Garden fliegt. Die Galvadianer greifen an. Was kommt jetzt? Hexenmonster oder eine Naturkatastrophe? Ja, so in etwa. Dazu sei erwähnt... Nee, da kommt jemand aus Xells Haus. Dass jetzt nach der Träne des Mondes extrem stärkere Gegner überall sind. Und auch mehr, also die Zufallskämpfe, wenn man denn welche hätte,
wären jetzt sehr viel schwerer. Mutter der Rotznase, er hat schon wieder auf der Straße herumgetobt. Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass er auf die Autos aufpassen soll? Die haben keine Autos. Naja, egal. War Besuch für mich da? So eine mit Züpfchen? Was ist denn? Heute kam niemand. Hä? Schon wieder neue Freunde? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, ja. Ich mich auch. Sodele. Wir wollen hier in das Hotel. Und fragen hier die Dame an der Rezeption mal. Willkommen im Bellum Hotel. Eine Nacht kostet 100 Gil. Wir wollen übernachten. Fragezeichen? Wo ist Xell? Puh, Xell war ja früher auch ein Problemkind. Hey, da ist Xell. Oh, hallo, du mit Zöpfchen. Hey, Squall, sieh dir das mal an. Ich wollte, dass du das liest. Du rufst, dass ich dich hier treffe. Ja, aber ich bin nicht der Typ, der ruhig da hockt und Bücher liest. Bücherdienst, ich will deshalb gesuchte. Ja, sie hat Xell gesucht, um ihm ein Buch zu geben. Natürlich. Wow, das ist doch. Da, hey, öffne, na, ab, zu, test. Hä? Hä? Du, ja, so, sage. Hat die getrunken? Seid wichtig. Ich glaube, Xell hat eine Verehrerin. Tja, Xell, nix wie ran. So, das wollte ich unbedingt herzeigen. Hey, Squall, lass uns los. Beat'em Up 003 erhalten. Genau, so bekommt man die Beat'em Up 003. Das werde ich mir jetzt sparen, mir das anzugucken. Das ist jetzt nicht so wichtig. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Okay, jetzt fliege ich noch einmal. Ach nee, ich fliege dann offscreen zum Schumidorf und gucke nach einem Ultima Draw Point. Das wisst ihr ja eh, wo das ist und wo es den gibt. Jetzt gucken wir erst nochmal nach der anderen Insel. Das war mal zu sehen. Nein, das war hier oben. Hoffe ich jedenfalls. Werden wir gleich sehen. Nein, ist sie nicht. Dann war es wohl doch die da unten. Verdammt. Dann war es wohl die hier. Genau, das Tor ins Paradies. Auch hier sind sehr starke Zufallsgegner. Also unbedingt auch hier Monster Null kuppeln. Das ist wirklich ganz, ganz immens wichtig, sonst wird das hier ein kurzes Vergnügen. Also selbst mit starken Kopplungen und, naja, so quasi dem, was ich so alles habe, ist es wirklich extrem schwer, auch gegen diese Monster zu bestehen. Vor allem Morbul. Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Deswegen lieber Monster Null kuppeln. Zufallskämpfe wollen wir sowieso nicht. Wir haben eh noch eine ganze Menge Zufallskämpfe vor uns, aber nicht, weil wir das wollen, sondern leider Gottes, weil dort Monster Null nicht funktioniert. Finde ich auch nicht schön, aber naja, kann man nichts machen. Da kann man leider wirklich nichts gegen machen. So, jetzt wird meine Zeit eben rumlaufen, laufen lassen. Nicht zu dicht an der Ragnarok rumlaufe. Irgendwo etwas weiter innerhalb gab es, glaube ich, nochmal Aura. Ja, genau, den habe ich noch gesucht. So, ich werde jetzt nochmal kurz kicken hier. Kiste, optimal Stärke kommen. Bio nehmen wir hier wieder weg. Ist nicht so gut. Das heißt, Moment. Kannst du Saugen koppeln hier? Offensichtlich nicht. Gut, ist nicht so schlimm. Squall hat sich leider auch nichts verändert. Hier nehmen wir wieder Bio weg. Können wir hier Saugen koppeln? Nein, können wir auch nicht. Dann brauche ich nochmal irgendwoher Saugen. Muss ich wohl mal gucken, wo ich das gut
herbekomme. Irgendwo hatte ich doch Saugen. Naja, egal. Wir nehmen wieder Bio weg. Wobei eigentlich kommen jetzt, glaube ich, keine Robotermaschinen mehr. Weiß ich nicht so genau, aber sicher ist sicher. Okay, ich werde jetzt offscreen mir noch den Ultima-Drawpoint holen im Schumidorf. Und im nächsten Part sehen wir uns dann... Ja, mal gucken, wo wir uns dann sehen. Wahrscheinlich vor dem Schumidorf oder auf einem der beiden gezeigten Inseln. Okay, bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao.